Leute, willkommen zur nächsten Folge von Train Simulator morgendliche Stadtfahrt. Wir stehen jetzt hier in Tutzing und warten darauf, dass die Passagiere zusteigen und wir weiterfahren können. Wir können ja mal gerade in den Passagierraum gucken. Moment. So. Ja. Ja, so sieht man mehr, wobei das ist auch alles modelliert. Die Passagiere, die hier sitzen. Also ist auch egal. Wir haben jetzt noch Augenblick. Wo haben wir es stehen? Da. Wir haben noch knapp 40 Kilometer vor uns. Wir können uns ja mal das Bahnhofsgebäude anschauen. Ja, viel sieht man jetzt natürlich nicht, weil es ist dunkel. Aber wir müssen eh gleich weiter. Also warten wir jetzt noch hier. Ja, wir können übrigens aus den beiden Fenstern raussehen und wir können jetzt auch weiterfahren. So. Erstmal ganz sanft. Dann geben wir nach und nach mehr Gas. Ja, ich glaube, wir können auch bei 110 bleiben. Oder müssen wir doch uns auf 60 begrenzen? Auf 80. Auf 80 müssen wir uns begrenzen. Ja, das geht auch schon recht ruckartig rüber. Okay, aber gleich können wir wieder Gas geben. Ja, wie gesagt, der Zug bremst und beschleunigt auch sehr gut. So, und jetzt fahren wir auf dem Bahndamm durch Tutzing. Wir können Gas geben. Und es sind 11 Kilometer bis zum nächsten Halt, Starnberg. Da haben wir einen Gegenzug. Ja, das sind diese kleinen Züge. Also wie gesagt, man sieht gar nichts, auch nichts von der Landschaft. Nur ein paar Häuser, die so am Rand stehen und das war's auch schon. So, reduzieren wir erstmal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Okay, da haben wir wieder nur ein Haus. Ich dachte, jetzt ist ein Zug auf unserem Gleis, der auf uns zufährt. Das wäre ja heftig. Okay, da sind gleich 120 erlaubt. Okay. Ja, wir haben freie Fahrt. Können wir nochmal hier aus dem Fenster gucken. Aus der Passagiersicht. Da haben wir wieder einen kleinen Hof, der beleuchtet ist. Na, was haben wir denn jetzt? Achso. Wir haben nach links geschaut. Es geht schnell, bis wir in Starnberg sind. Also ich möchte ja eigentlich nicht ohne dieses Interface fahren, weil da sieht man mehr. Man sieht, wann das nächste Signal kommt. Man sieht, wann das nächste Tempolimit ist. Da kann man die Landschaft auch mal genießen und muss sich nicht darauf konzentrieren. Für mich gibt es da nämlich einen Unterschied zwischen Konzentration und Genuss. Wenn man sich auf einen Genuss konzentrieren muss, damit er auch wirklich ein Genuss ist, dann ist vorbei. So, jetzt fahren wir durch Feldafing. Wir können ja mal tuten. Ja, besonders toll hört sich das Horn ja nicht an, aber wie gesagt, es erfüllt seinen Zweck. So, Leute, schön Abstand halten. Seid froh, dass es noch ein Regionalzug ist und kein ICE. Beim ICE wäre es euer Ende. Und wir dürfen jetzt gleich 120 fahren. Ja, nach Starnberg, glaube ich, ist das Stück, wo wir 140 fahren dürfen. Aber ich weiß nicht, ob wir auch auf dieser Strecke fahren. Es gibt da einmal die normale Bahnstrecke und dann noch die S-Bahn-Strecke. Ja, wir sind super unterwegs. Wir sind auch super in der Zeit. Okay,
Okay, da haben wir wieder eine Siedlung, beziehungsweise ein Dorf. Ja, jetzt kommt der Postenhofen. Also tut man gleich wieder. Eigentlich tuten die Züge in der Realität ja nicht, wenn sie durch den Bahnhof durchfahren, aber wir können es ja mal machen. Ja, dann sind wir auch ein fahrender Bäcker. Es ist eh kurz vor 6. Und kurz vor 6 stehen die meisten ja eh auf. So, ehe wir uns versehen, sind wir in Starnberg. So, was haben wir da? Ja, konnte ich jetzt nicht erkennen. Achso, es war ein Bahnübergang. Wahrscheinlich ist es auch noch so eine Beleuchtung gewesen. Ja, diese akustische Warnung bei Bahnübergängen gibt es auch nicht überall in Deutschland. Recht häufig, aber nicht überall. So, da kommt eine 60er-Zone. Also können wir ein bisschen Leistung wegnehmen. Und da ist wieder ein Freund von mir, der was zockt. Counter-Strike zockt der. Das besitze ich nicht mal, aber ist auch nicht schlimm. Jeder spielt, was er will. So, da kommt eine Brücke und wir sind kurz vor Starnberg. Wir können nicht zufällig auf den Starnberger See gucken, oder? Ne, das ist er auch nicht. Das sind nur Häuser. Aber weiter unten, glaube ich, ist er. So, da haben wir die Vorwarnung 60. Also man kann sagen, so ein Kilometer vorher kommt die Vorwarnung. Müssen wir in Starnberg Nord auch halten? Nein, müssen wir nicht. So, dann fangen wir an zu bremsen. Ja gut, das habe ich jetzt nicht beachtet. Verlieren wir halt diese Punkte. Eine Menge Arbeit umsonst. So, jetzt haben wir schon mal 241 Punkte verloren, nur weil wir ein Schild übersehen haben. Aber okay. Ja, Starnberg ist ja auch ein Kurort. So, da ist der Bahnhof. Da ist noch eine Straße und da ist der Starnberger See, den sieht man jetzt aber nicht. Ja, wir müssen ja bremsen, ne? Wir wollen ja nicht durchschmettern. Wir wollen die Passagiere hier mitnehmen. Und noch ein Kumpel ist online gekommen. Ja, wie gesagt, mit der Bahn kann man wunderbar fahren. Ah, wir haben da den 140er Abschnitt. Perfekt. Dann lassen wir es gleich krachen. So Leute, dann steigt mal ein. Wie es im Fernverkehr heißt, alle einsteigen. So. Den Starnberger See sieht man gar nicht. Man sieht hier jetzt ein Boot. Aber das Wasser selbst sieht man gar nicht. Vielleicht seht ihr es. Ich sehe es jedenfalls gerade nicht. Gut. Ja Leute, da geht die Bahnlinie lang, da ist der Nordbahnhof von Starnberg. Ja, das ist er. Aber den durchfahren wir, halten da nicht. Gut, wir warten jetzt hier darauf, dass die Türen sich schließen. Wie sieht das Bahnhofsgebäude hier aus? Schön. Okay. Hier haben wir Parkplätze wieder. Auch in Automaten. Das ist aber nur fürs Parken, nicht für den Zug. Ja, hatte ich schon gesagt, dass Starnberg ein Erholungsort ist? Ich glaube ja. Hatte ich schon gesagt. Gut. Und jetzt müssen wir uns noch ein Stück zurückhalten, aber danach können wir Vollgas geben. So, das Signal blinkt, das bedeutet, wir müssen hier wahrscheinlich noch ein Tempolimit einhalten. Ja, müssen wir noch. Okay, den See sehe ich immer noch nicht. Aber ich kenne den und das reicht eigentlich.
So, gleich Vollgas. Also der Zug schafft nicht genau 140. Der ist ein bisschen drunter. Ich muss mal kurz zur Tür. So Leute, ich bin wieder zurück. Und gleich beginnt die Vollgasfahrt. Also was wollte ich sagen? Der Zug, der schafft vielleicht so 135, also ein bisschen unter 140. So. Mögen die Spiele beginnen. So. Volle Leistung haben wir jetzt. Und wir haben nicht getutet, aber wie gesagt, durch Ansagen sollten die Passagiere eigentlich auch gewarnt sein. Beziehungsweise die wartenden Fahrgäste. Oh, jetzt geht's aber los, du. Das geht jetzt bis nach München-Pasing so. Also, ja, da steht auch die nächsten 19 Kilometer. Aber trotzdem sollten wir die Signale beachten, weil ich glaube, in 5 oder 10 Kilometern kommt Gauting und da sind ein paar Weichen. Eventuell werden wir da umgeleitet. Also immer schön die Augen aufmachen. Ja, jetzt geht es natürlich erstmal den Berg hoch, also ganz so schnell ist der Zug nicht. Wobei, das sieht schon heftig aus. Ja, man sieht jetzt auch mehr, weil ich glaube, es wird heller. Er ist jetzt kurz nach 6. Er sieht jetzt auch noch so heftig aus, weil die Masten so nah beieinander stehen. So, jetzt wird es wieder eben und danach abschüssig. Also da müssen wir eventuell noch nachkorrigieren. Okay, 130 schafft er nur. Ja, jetzt ist er doch ein Stück schneller. Hier ist noch ein verlassener Bahnhof. Ich bin die Strecke lange nicht mehr Richtung München gefahren. Ich bin öfters aus München rausgefahren, aber nicht andersrum. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ein ganz anderer Anblick. So, ist jetzt abschüssig. Wie gesagt, eventuell müssen wir mit der Bremse nachkorrigieren. Aber ich glaube, der Luftwiderstand macht den Rest. Die Geschwindigkeit steigt, wenn auch nur sehr langsam. Wir haben übrigens ein paar Informationen. Naja, Geschwindigkeit ist auch in Dezimal angegeben. Ja, und sie steigt eigentlich nicht. Sinkt wahrscheinlich gleich wieder. Und da haben wir eine 160er-Zone. Also Gauting kommt und 160, das bringt uns eigentlich nichts. Wir halten jetzt eigentlich nur die Strecke für die S-Bahn frei. 160 ist ja auch das Standard-Tempolimit auf deutschen Bahnstrecken. Soweit ich weiß. Okay, jetzt sieht man recht viel. Wahrscheinlich, weil es einfach Tag wird. Ja, auch die Rheinfahrt in Gauting ist, sag schnell, Richtung München nochmal was ganz anderes als stadtauswärts. So, links haben wir einen Bahnsteig. Gut. Und dann sind wir jetzt auf der freien Strecke. Können ja mal hier in die Passagiersicht gehen. Ja, diese Informationen hier sind übrigens neu. Lange gibt es die noch nicht. So, und hier kann man auf die Schienen gucken und man sieht auch die Blitzschläge von dem Stromabnehmer, wenn so beleuchtet wird kurz, wenn so aufflackert. Jetzt ist es weg. Ja, da war es ja kurz. Ja, ist sehr unregelmäßig. Na gut. Also es geht jetzt noch 10 Kilometer so weiter. Ehe wir uns versehen, sind wir in Pasing. Wann müssen wir denn da sein? Ja, um 6.14 Uhr. Also, wir haben noch recht viel Zeit. Wie lange brauchen wir denn für einen Kilometer?
Ja, nicht besonders lange. So, vielleicht 2 Minuten. Also wir sind jetzt bei 8:50. Ja, okay, grob kann man sagen, eine knappe Minute. Das Ding ist ja auch, wir werden vor Parsing wahrscheinlich nochmal ausgebremst, weil da noch ein paar Weichen sind. Und von Parsing nach München können wir auch nicht schmettern. Im Gegenteil, kurz vor München wird es richtig langsam. Ja, es geht jetzt rasend schnell. Ich komme selbst kaum mit, gedanklich. So, da haben wir eine 100er-Zone, also können wir Leistung wegnehmen. Da haben wir wohl noch einen Fußballplatz. Ja. Okay, es ist mehr ein Ascheplatz. Aber immerhin mit einem Fußballtor. Ich bin ja kein Fußballfan, aber selbst ich kenne solche Details. So, Geschwindigkeit dürfte relativ schnell fallen. Jo, die fällt. Wird die Umgebung überhaupt geladen? Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal so kahl war. Aber na gut. Ja, irgendwas fehlt hier. Irgendwas ist gerade nicht in Ordnung. Wenn, dann war hier viel Gebüsch. Oder ich erinnere mich nur gerade nicht richtig. Also wie gesagt, es wird jetzt hell. Man sieht viel mehr vor dem Zug. Ich weiß noch, wo wir in Murnau gestartet sind. Das ging ja gar nicht. So, jetzt dürfen wir nur noch 100 fahren. Ja, hier wird es schon wieder voller. Da haben wir übrigens den Bahnhof Südkreuz. Ne, nicht Südkreuz. Westkreuz. Da fährt auch wieder ein Zug rein. Warum so leer hier? Man sieht nur die Bahnstrecke, aber sonst nichts. Na gut. Vielleicht täuscht mich meine Erinnerung auch. So, jetzt laufen eine Menge Bahnstrecken zusammen. Da vorne haben wir ein Bahnhof München-Parsing schon. Den Bahnhof. Sorry, falls ihr jetzt Bahnhof verstanden habt. Falls sich das so wie Bahnhof angehört hat. Gut, dann bremsen wir. Das sieht schon viel besser aus, wie es jetzt aussieht. Ja, Parsing ist ja auch ein Fernverkehrsbahnhof. So, wir kommen noch gut zum Stehen. Und zack. So, wir können uns hier mal umschauen. Ja, hier ist normalerweise was. Warum jetzt hier nichts ist, keine Ahnung. Oder Moment mal, haben sie die Karte mit dem Update vielleicht verändert? Es gab eben ein Update. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, was auch komisch ist, nach dem Laden des Spielstandes ruckelt er hart, der Train Simulator, aber dann läuft es. Noch eine andere mögliche Ursache ist, dass ich eben die Grafikeinstellungen reduziert habe und das umfasste vielleicht auch, dass einige Gebäude nach einer gewissen Entfernung nicht mehr angezeigt werden. Ja, und ich kann es nicht sagen. Wir werden sehen, wie es gleich in München aussieht. Jetzt fahren wir weiter zur Endhaltestelle, die eben München ist. Okay, wir haben keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Freie Fahrt nach München Hauptbahnhof.
Oder was auch sein kann, ich bin nur irritiert, weil der Himmel jetzt so hell wird. Nee, wir brauchen noch Leistung. Ich glaube, München ist natürlich ein sehr großer Bahnhof. München selbst ist ja auch eine große Stadt. Und da ist auch viel Verkehr. Das ist wirklich leer. Von allen Seiten gesehen. Okay, ich wüsste auch nicht, warum sie jetzt hier die Karte irgendwie bearbeiten sollten. Ich meine, in der Realität sieht das ja auch nicht so aus. Die haben jetzt in der Realität wahrscheinlich auch nicht so schnell Bahnstrecken entfernt. Wie gesagt, vor allem nicht in so einer großen Stadt wie München. Das ist ja ziemlich leer. Ich riskiere mal einen Blick auf die Karte. Ja, stimmt. In Pasing sind wirklich nur so wenig Gleise neben dem Bahnhof. Okay, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Ja, wenn ich diese Strecke gefahren bin, dann war es auch am Tag. Okay, da steht noch ein Zug. Oder? Nee, das sind Signale. Und da kommt eine 60er-Zone. Dann kommt auch schon der Bahnhof. So, von 60 geht's runter auf 40. Von 40 dann gleich nochmal auf 30, glaube ich. Ja, 30. So, da haben wir den Bahnhof Donnersberger Brücke. Ja, das müsste ja sein. Nee, doch nicht. Welcher Bahnhof war das? Das war Hirschgarten. Das war der Bahnhof Hirschgarten. Okay, ich bin gespannt, ob wir jetzt weiter außen landen oder in der Halle. Ich habe auch dieses Szenario mal gespielt, aber es ist schon ewig lange her. Also auf jeden Fall kommen wir pünktlich. Die Fahrt ging gut. So, da hinten müsste der Bahnhof Donnersberger Brücke sein. Also geht schon mal in... Ja, das ist er. Der Bahnhof Donnersberger Brücke. So, wir ziehen die Bremse an. Ja, hier gehen einige Gleise hoch. Und ja, es wird rechts von der Bahnhofshalle. Ja, noch ein bisschen weiter bremsen. Wir wollen nicht zu viele Punkte verlieren. Gut, perfekt. Ey, komm. Dass auch nicht genau die Geschwindigkeit angezeigt wird, auf die wir runter müssen. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber na gut, jetzt sind wir schon mal auf 30 runter. Okay, und das da ist, glaube ich, der Bahnhof Hackerbrücke. Hoppala. Ja, Hackerbrücke. Dann sind hier noch die beiden S-Bahn-Gleise vom Münchner Hauptbahnhof. Ja, und da kommen wir zum Stehen. Ja, es ist jetzt recht viel los hier. So, wir können wieder noch ein bisschen Gas geben, weil wir haben ja noch ein ordentliches Stück vor uns und wir wollen ja auch nicht wie eine Schnecke kriechen. So, jetzt sind die Weichen da. Und nicht zu schnell. Ja. Also ich frag mich, was das da für ein Gebäude ist. Das kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Wobei ich informiere mich mal selber. So, ich glaube, wir fahren bis zum Ende des Bahnsteigs und des Gleises. Da ist es. Ja. Ja, das ist sogar von beiden Seiten mit Bahnsteigen umgeben, das Gleis. Und außerdem ist gerade das Licht ausgegangen.
Spooky. So, wir können jetzt anfangen zu bremsen. Wir wollen uns ja nicht am Prellbock kaputt fahren. So, wir haben noch Zeit. Und halt. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Stopp. Gut. Ja, dann steigt mal aus. Bitte alle aussteigen, denn das ist die Endstation. Ja, ein Stück hätte ich jetzt noch fahren können, aber na gut. Ja, es sind auch beide Stromabnehmer noch oben. Ja, wir warten mal noch, bis das Spiel das Szenario beendet. Ja, ich kann euch mal den Bahnhof ein bisschen zeigen. Warum muss jetzt das Licht ausgehen? Ist das hier urgesteuert oder was? Es ist noch dunkel. Gut gemacht, sie haben den Fahrplan eingehalten. Ihr Zug ist für eine Wartung vorgesehen und ein Kollege wird den Zug gleich abholen. Ihre Schicht ist nun zu Ende. Szenario abgeschlossen. Ja, es freut uns doch. Gut. Okay, wir haben 584 Punkte erzielt. Und wenn ich das richtig sehe, dann reicht das sogar für Gold. Ich kann ja mal gerade nachgucken. Ja, tatsächlich. Trotz der vielen Punktverluste haben wir Gold geschafft bei diesem Szenario. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus. Ciao.